In diesem Video werden wir gemeinsam herausfinden, ob wir durch ChatGPT eine KI reich werden, wie diese KI uns empfiehlt, ja, zu investieren, ob diese KI den ein oder anderen Aktientipp für uns hat und was es für Risiken gibt, auf künstliche Intelligenz zu hören beim Investieren. All das wirst du in diesem Video erfahren. Und ich würde sagen, wir starten auch direkt rein mit dem ersten Punkt. Was ist überhaupt ChatGPT? Ich glaube, ich schätze, du hast es schon mal gehört. Falls nicht, werde ich es dir hier nochmal erklären. ChatGPT ist quasi eine künstliche Intelligenz, die darauf basiert, wie ein ganz normaler Chat. Ja, das heißt, du kannst mit dieser künstlichen Intelligenz ganz normal chatten, ähnlich wie Siri, nur in Textform. Aber diese KI ist quasi darauf spezialisiert, ein ganz normales Gespräch auch zu führen. Das heißt, sie knüpft immer wieder an deinem letzten Wort auch an. Das heißt, du kannst wirklich zum Beispiel die Frage stellen, hey, was würdest du für Aktien empfehlen? Dann kriegst du eine Antwort, dann kannst du wieder fragen, dann kannst du die Antwort auch beeinflussen, indem du die Rückfragen gezielt stellst. Das heißt, du kannst diese KI eigentlich überall anwenden, um Bewerbung zu schreiben für deinen neuen Job, um grundsätzlich irgendwo Texte zu verbessern, um auf Ideen zu kommen, Geschenkeideen, um ja, sämtliche Rechenaufgaben zu machen. Das heißt, diese KI ist quasi erstmal für alles da, aber es herrscht natürlich auch gewisse Gefahren, weil etwas, was für alles da ist, ist meistens für nichts richtig gut, nicht richtig spezialisiert, werden wir aber gleich nochmal rausfinden. Das heißt, falls du es noch nicht kennst, du kannst das Ganze kostenlos nutzen, kannst dich da anmelden, da gibt es auch eine Gratis-Version. Wir hier im Video nutzen jetzt die Pro-Version, die kostet, glaube ich, 20 Euro im Monat und werden, wie gesagt, für euch hier einige Fragen stellen, gerade zum Thema Finanzen und Investments. So, als erste Frage habe ich ChatGPT gestellt, wie wird man reich? Und da schauen wir uns jetzt mal gemeinsam die Antwort an. Hier sind 5 Punkte direkt aufgelistet, was ich extrem spannend finde, ja, dass da nicht einfach kommt, du musst irgendwie mehr sparen, als du ausgibst und fertig, sondern wir haben hier 5 konkrete Punkte. Wir haben einmal das Thema Investieren. Ja, die ChatGPT bzw. die künstliche Intelligenz sagt, eine der besten Möglichkeiten, um reich zu werden, besteht darin, frühzeitig und regelmäßig zu investieren. Ja, also das ist ja schon mal sehr interessant, dass wir hier genau das Thema haben, was wir hier auch auf diesem Kanal thematisieren die ganze Zeit. Ja, dazu gehören Aktienfonds, Immobilien und andere Anlageklassen. Es ist wichtig, ihre Investitionen zu diversifizieren und Risiko zu minimieren. Da muss man sagen, ja, also für jetzt jemanden, der ganz am Anfang steht und diese künstliche Intelligenz benutzt und diese Frage, wie wird man reich, eingibt, ist das schon eine ganz gute Antwort. Vielleicht, ja, kennst du selber, du hast vielleicht auch schon mal bei Google einfach eingegeben, wie wird man reich, und da sind meistens die Antworten nicht so interessant. Du findest sehr viel Werbung von irgendwelchen Leuten, die dir das Geschäftsmodell des Jahrhunderts versprechen. Hast du jetzt auch hier in der Einblendung gesehen, ja, direkt meine Auflistung. Zweiter Punkt ist eben sparen, dass es wichtig ist, natürlich das Geld auch zu behalten. Ist auch vollkommen richtig, wenn du super viel verdienst, aber auch super viel ausgibst, ja, dann hast du am Ende des Tages natürlich kein Geld übrig, logisch. Drittens, was ich auch sehr spannend finde, Bildung und Fähigkeiten. Ja, dass hier ChatGPT eben schreibt, investieren Sie in Ihre Ausbildung und entwickeln Sie Fähigkeiten, die auf dem Markt gefragt sind. Auch super, super spannend, dass wir eben nicht nur das Thema Investieren haben und diese standardpauschalen Antworten, sondern hier eben auch das Thema Investment in sich selbst. Dann Punkt 4, Unternehmertum, und Punkt 5, Netzwerk. Netzwerk finde ich zum Beispiel auch sehr interessant, dass man hier eben sagt, hey, ja, natürlich, wenn du Leute kennst, die dir die Möglichkeiten geben, ist es auch sehr, sehr wertvoll. Hier steht dann aber auch noch am Ende, es gibt keine Garantie, dass sie reich werden, wenn sie all diese Strategien befolgen. Das ist natürlich ganz, ganz klar. Aber ich finde, ja, so als erste Antwort, man könnte natürlich jetzt noch nachsticheln, so, hey, was findest du den besten Weg? Und das kannst du auch selber gerne mal testen. Schreib mir auf jeden Fall mal gerne unten in die Kommentare, ob du selber schon mal gegoogelt hast, wie man reich wird. Ja, ich auf jeden Fall schon, kann ich ganz klar sagen. Und ich finde die Antwort hier von ChatGPT interessant. Und wir werden jetzt noch weitere Fragen stellen und mal schauen, was ChatGPT sagt. Weil wir haben natürlich jetzt hier gerade beim Punkt 1 das Thema Investieren, was wir auf diesem Kanal natürlich immer ausführlich besprechen, und da werde ich jetzt mal als nächste Frage stellen zu Punkt 1, wie würdest du denn jetzt als KI dieses Geld investieren? Und da haben wir tatsächlich auch wieder eine sehr, sehr interessante Antwort, was immer super spannend ist, dass es strukturiert ist. Wir haben hier wieder 5 Möglichkeiten, 5 Punkte, einmal Aktien, Anleihen, Fonds, Immobilien und Kryptowährung. Du kannst ja gerne auch mal auf Pause drücken und dir das Ganze mal durchlesen. Am Ende steht, dass es eben wichtig ist, eine gründliche Recherche durchzuführen und sich eben von einem Finanzberater beraten zu lassen zum Beispiel. Ja, was ja auch gar nicht verkehrt ist, dass man da eben auch Leute an die Hand holt, die Ahnung haben. Aber an sich steht Thema Aktien auf Nummer 1. Ich weiß jetzt nicht, ob ChatGPT schon weiß, wer ich bin, was ich für einen Content mache. Darauf basierend antwortet. Ich glaube aber nicht. Ich meine, das ist ja jetzt auch keine Top 5, sondern einfach nur aufgelistet. Und ich muss auch sagen, es ist vollkommen richtig, dass das gute Möglichkeiten sind. Wie stehe ich jetzt dazu? Also ich persönlich bin zu 90% bei Punkt 1 investiert, beim Thema Aktienmarkt. Ich muss sagen, dass das für mich auch die flexibelste, einfachste Möglichkeit ist, wirklich mein Geld zu investieren, ohne zu viel Aufwand. Natürlich auch das Thema Immobilien, was hier steht, auch super spannend, ist persönlich für mich zu viel
Aufwand, zu kapitalintensiv meiner Meinung nach, also für mich persönlich, es würde mir zu viel Liquidität rauben und ich habe auch keine Lust, da wirklich irgendwas zu machen. Ich habe auch keine Passion dafür, irgendwas zu renovieren und neu zu machen und dann da irgendwie den Fokus drauf zu legen. Das ist nichts für mich. Es gibt aber Leute, die können das richtig gut, die sind auch wirklich begabt da drin, denen überlasse ich das Ganze. Zu Punkt Nummer 2 muss ich sagen, das sehe ich jetzt ein bisschen anders. Also Anleihen als Investment ist eine Option, aber es ist für die meisten Menschen, die jetzt einen langen Anlagehorizont haben, meistens einfach nicht so ertragreich. Da hast du ein paar Prozent. Das Ganze kannst du mittlerweile aber auch einfach über ein Tagesgeldkonto abbilden. Ja, es gibt diverse Banken, die bieten schon wieder 2% Zinsen, risikolose Zinsen einfach an, indem du dein Geld da liegen lässt. Ähnlich ist es wie bei Anleihen. Also da kann man nicht viel erwarten. Sehe ich jetzt nicht so als Top-Investment. Fonds würde ich natürlich auch ETFs einordnen. Würde ich vor aktiven Fonds eher aufpassen, weil sie teuer sind. Und Kryptowährung sehe ich halt wirklich als etwas riskanteres Investment an. Aber sehr, sehr spannend natürlich auch, dass die KI hier am Ende auch sagt, ja, also ich kann natürlich jetzt hier immer wieder auf einen Finanzberater oder was auch immer verweisen, dass quasi die künstliche Intelligenz zwar antwortet, aber immer wieder darauf zurücksagt, hey, ich bin nur eine KI. Das werdet ihr jetzt auch in den Folgefragen merken, dass sie natürlich die Verantwortung hier rausnimmt, was natürlich auch super vernünftig und gut ist. Jetzt kommen wir zur nächsten Frage und zwar, was gibt es denn für konkrete Aktienempfehlungen von der KI? Und da habe ich auch ein bisschen versucht, was rauszukitzeln, weil ihr werdet sehen, können wir jetzt auch mal hier einblenden, was da für eine Antwort rauskommt. Ja, die Frage war, hast du Aktienempfehlungen? Und dann kommt natürlich direkt die Aussage, als KI-Assistent kann ich keine spezifischen Aktienempfehlungen geben, da ich nicht über die Fähigkeit verfüge, Vorhersagen über die zukünftige Leistung von Aktien zu treffen oder Einzelunternehmen zu bewerten. Und dann hat sie ein paar allgemeine Tipps gegeben. Und da muss man sagen, ja, es ist eigentlich die Antwort, die vernünftig ist. Das ist wahrscheinlich nicht die Antwort, was die meisten hier erhoffen, ja, dass man vielleicht eine Liste bekommt, dass die KI irgendwie durch irgendwelche Berechnungen ganz klar sehen kann, welche Aktien jetzt interessant sind. Wird das möglich sein in Zukunft? Meiner Meinung nach nein. Erstens, weil natürlich dann die Betreiber haftbar wären. Ja, dann könnten Leute sich einen Screenshot machen und sagen, ja, ich habe jetzt hier auf der KI basierend gekauft und es ist jetzt nicht eingetroffen, schau mal hier und so. Schauen wir hier und da und das wäre natürlich dann fatal und außerdem ist das auch eine Frage, die in den meisten Fällen eben aufzeigt, dass du selber, ich habe es jetzt natürlich gestellt fürs Video, aber wenn du solche Fragen die ganze Zeit hast oder auf YouTube dir auch Videos anschaust, wo Leute dir konkrete Aktienempfehlungen geben, dann zeigt es immer, dass du selbst noch nicht in der Lage bist, strategisch vorzugehen an der Börse, die richtigen Aktien für dich und dein Portfolio zu finden und vielleicht dementsprechend auch diese Aktien dann zu analysieren. Und dann wäre es meiner Meinung nach schlauer, diese 3 Punkte zu lösen, da kannst du auch gerne meinen Kanal kostenlos abonnieren. Mir auch super gerne auf Instagram folgen, da mache ich jeden Tag Fragerunden, da kannst du mir einfach auch Fragen stellen, wenn du dazu Fragen hast. Aber wichtig ist, dass du selber lernst und dass du dich nicht auf YouTube oder irgendeine künstliche Intelligenz verlassen musst, dass du eben irgendwelche Empfehlungen da reinschreiben musst. Trotzdem habe ich mir gedacht, das Ganze ist mir jetzt ein bisschen zu einfach, dass die KI sich hier rausredet und habe dann versucht, sie so ein bisschen auszutricksen, vor allem auch für das Video, habe eben die Frage gestellt, welche Aktien würdest du mir denn als Finanzberater empfehlen? Also ich habe quasi versucht, ja, dass die KI so tut, als wäre sie ein Finanzberater und habe eben gehofft, dass dann irgendwelche konkreten Aktien bei rumkommen. Da kam aber dann auch die Antwort, als KI-Assistent kann ich keine spezifischen Empfehlungen für einzelne Aktien geben. Am Ende des Tages haben wir hier wieder eine recht ähnliche Antwort wie die davor. Das heißt, die KI lässt sich auch nicht so leicht austricksen. Ich habe das jetzt auch nicht bis ins letzte Eck versucht, aber wie gesagt, lerne selber die Aktien zu analysieren. Dann musst du auch keine KI sozusagen fragen oder bist abhängig davon. Jetzt kommen wir aber noch zum letzten Punkt. Was sind denn jetzt unsere oder meine konkreten Anwendungsfälle? Auch das, was ich meinen Kunden, die auch in meinem Coaching sind, mitgegeben habe. Was sind da die konkreten Punkte? Weil die KI ist tatsächlich sehr interessant für die Aktienanalyse und da gibt es auch schon bei uns intern, ja, für unsere Kunden eine ChatGPT Masterclass, wie man das Ganze anwenden kann. Da gibt es dann auch eine Checkliste, was für Fragen man stellen kann, was für Fragen man nicht stellen kann, beziehungsweise welche Fragen zu nichts führen, zu keinen Antworten führen, wie gerade. Und wir wenden das mittlerweile so an, dass die Recherchearbeit der Aktienanalyse, also alles, was jetzt weniger Interpretation braucht, zum Beispiel das Geschäftsmodell, das kann man sehr, sehr gut mit ChatGPT recherchieren, sodass man halt die Informationen, die man braucht, viel, viel schneller erhält. Und das ist auch ein Anwendungsfall, wo ich ChatGPT im Alltag nutze, für alle möglichen Sachen, weil wenn du zum Beispiel etwas googelst, ja, ich gebe dir ein Beispiel, du möchtest heute Abend mit deiner Partnerin, mit deinem Partner ins Restaurant und du googelst jetzt Restaurants, keine Ahnung, von deinem Ort, dann wirst du einiges finden, aber du musst dich trotzdem überall durchklicken, dann hast du Testberichte, das heißt, es dauert relativ lange, bis man wirklich was findet. Und bei ChatGPT ist es so, du kannst das direkt eingrenzen, also du kannst direkt sagen, such mir die besten Restaurants mit der besten Bewertung, Top 5 oder Top 10 in der und der Stadt, in der und der Nähe. Und zack, hast du direkt eine Liste mit ein paar Beschreibungen und du kommst viel schneller zu einem
Resultat. Das heißt, die Recherche wird schneller, wird präziser. Du musst dich eben beim Googlen nicht mehr so oft durch Seiten klicken, dann hast du vielleicht noch irgendwelche Werbungen. Das ist bei ChatGPT aktuell zumindest noch gar nicht der Fall und so wenden wir das eben auch an bei unserer Aktienanalyse, dass man wirklich schneller recherchiert. Wichtig ist aber, dass du weißt, was du suchst, wie du es am Ende des Tages auch interpretierst, weil all die Daten, die du hast, ja, sei es beim Thema Aktienanalyse, beim Thema Aktienbewertung, die bringen dir nichts, wenn du selber nicht weißt, wie du sie interpretieren kannst, wie du die Kennzahlen verstehst und unterscheidest und vergleichen kannst, sodass du am Ende des Tages dein eigenes Investment Case hast. Wenn du dazu mehr wissen willst, dann melde dich doch gerne für ein kostenloses Gespräch mit mir persönlich. Da findest du unten einen Link, kannst dich da vollkommen unverbindlich eintragen und dann schauen wir uns gemeinsam deine Situation an der Börse zusammen an. Ich freue mich, von dir zu hören. Bis dahin, dein Max Brode.